Schönen guten Tag, was jetzt? Heute darf ich mit euch das 13. Titel aufmachen. Und im 13. Titel gibt es ein bisschen Zusammenhang in der West. Das heißt, ich darf euch dazu einen Intervalltraining einladen mit 4 Übungen. Die werdet ihr gleich kennenlernen. Und bevor wir starten, müssen wir natürlich aufwärmen sein. Deswegen einfach mal gemütlich die Gas beginnen. Das Training, also das kurze Intervalltraining, können Sie, wenn ihr gut aufgekommen seid, als einzelnes Training hernehmen. Vielleicht kann zweimal gut laufen, das reicht schon in der Regel. Oder ihr nehmt es noch einen regulären Workout oder einen Ausdauertraining als Finisher, als Außerschmeißer, als letztes Aufbäumen sozusagen, damit man auch noch richtig Kalorien verbrennt. Also mehrere Anwendungsmöglichkeiten. Gut, dann beginnen wir ein bisschen mehr, die Knie zu heben. Das ist prinzipiell ein Ganzkörpertraining. Und dann kannst du auch das Knie sich anschauen. Okay? Auf Knie und links, rechts rotieren. Und da die Wirbelsäule, die Bandscheibe, die Bänder noch vorbereitet werden auf Belastung. Und dann nehmen wir noch die Arme und reißen sie im Graben rückwärts. Von jeder Übung gibt es 10 Wiederholungen, ein ganz einfaches Training, 4 Übungen, 10 Wiederholungen pro Übung. Das zieht ganz einfach. Ungefähr 10 Minuten durch, ohne Pause. Okay, erste Übung ist ganz einfach. 2 Varianten gleich. Okay, erste Variante die leichte, und der Ausfallschritte rückwärts, relativ zügig. Und sonst Intervall. Passend auf das Intervalltraining ist natürlich das oder 10 Mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es geht runter. In den Unteranschluss. 10 Wiederholungen, Spider-Man Unteranschluss. Einfach links, rechts die Knie heranziehen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bleib im Unteranschluss. Schulterblatt, Liegestütz. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Passt. Es folgt der Russian Twist. Bitte das Ego in der Tasche lassen und die Knie mit den Fersen am Boden lassen. Damit habe ich nämlich mehr Rotation bei der Wirbelsäule. Wirbelsäule gerade halten, Rücklage. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann jetzt schlafen. Wie gesagt, ohne Pause. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spider-Man. Bei gutes Ausdauertraining ist das oben drauf. Man hat immer unter Belastung. Immer einen hohen Puls noch. 4, 6, 8. Und dann machen wir wieder Scapula Push-Ups. Bitte kein Puls machen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Und die Moment für die letzte Übung ist ein bisschen so erholsam, wenn man so sagen kann, das ist nicht so anstrengend wie die anderen zumindest. Von der Art und Tempo auch wieder runter gehen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dritte Runde. Yeah.
10. Spider-Man in the house. Bitte mit den Bänken nicht links und rechts wackeln. Schaut auf meins, das ist recht gerade und stabil. Viermal noch. Setzen zwei. Viermal auf, ab, Liegestütz. Nein. Hinter Anspannung. Fünf. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Vier. Sechs. Acht. Also kommen wir super in die Fettverbrennung. Vor allem nach dem Training, nach dem Effekt. 24 Stunden oder mehr sogar. So, was haben wir? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spider-Man. Natürlich macht jeder sein Tempo. Optimalerweise so schnell wie möglich. Wieder rein. 5,
Yes, sir. Letzte. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Game over. Nicht ganz. Natürlich müssen wir schon wieder austrocknen. Die Milchsäure aus dem System schuppen. Deswegen. Schaut sich jetzt noch ein, zwei Minuten. Austragen, auslaufen. Wenn es geht, laufen. Aber wir sind den ganzen Körper involviert und alles von der Ehren Unterkörper, wie man ist. Was am besten ist, um auslaufen. Ganz Körper. Also das Laufen ist optimalste. Die höchste Bewegungsform. Ja. Über den Feiertag, auch nicht schlecht, wenn man das nochmal macht. Zumindest eineinhalb Tage Pause dazwischen. Nur Stichwort Fettverbrennung. Gleich zwischen Weihnachten und Silvester. Sinnvoll, das Training jetzt mal einmal einzubauen. Okay, danke sehr. Frohe Weihnachten, tschüss.